das Bodenständige, den Humor, die Intelligenz, ja, und auch eine gewisse Bescheidenheit, weil sie wusste schon, wer sie war, aber hat das nicht raushängen lassen. Wir wollen, dass hinterher die Leute sagen, das ist eine faszinierende Frau, ist ja toll. Das ist ja das, was wir, Thomas und ich, da versuchen immer zu erzählen, wenn wir über so einen Künstler einen Film machen, dass man hinterher weiß, wer ist das? Ja, weil einfach die Fülle des Materials so gigantisch war. Und das war das, was mir irgendwie so nahe gebracht hat, weil eben ihre Ausstrahlung sensationell war auf diesem Material. Na, zum Beispiel die Stelle, wenn sie Franco Corelli in der Show Das ist ihr Leben empfängt. Und dann dieses Zitat von der Irmgard Seefried. Na, die hat ja ein Volumen gehabt, das nicht zu beschreiben. Ein Volumen! 10 Jahre nach ihrer letzten Opernaufführung habe ich sie zum ersten Mal getroffen, 1992 in Stuttgart, nach einem Gesangswettbewerb. Da hatten wir ein längeres Interview. Und das Erstaunliche war, obwohl wir uns nicht kannten, war das eine Vertrautheit, die mich überrascht hat. Aber bei der Nils war das so, als würden wir uns schon länger kennen. Und es war angenehm, lustig, ja, so, dass ich dachte, mein Gott, die hättest du viel, viel eher schon interviewen sollen. Ich habe noch nie so viel Material zu verarbeiten gehabt wie bei diesem Projekt. Also heutzutage spricht man immer von Gigabyte und nicht mehr von Minuten, sondern heute sind es ja Files und da haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Terabyte Material. Wir haben ja die Kombination aus Altmaterial, aus neu gedrehten Interviews und aus neu gedrehten Sequenzen, wie diese Drohnenflüge oder im Museum. Aber wenn man es zusammenzählt, bestimmt, ja, ich sag mal so 2-3 Monate. Das Zusammenspiel von Musik, Schnitttaktung und Aussage von der Szene als solches, das ist das, was es ausmacht und was den Spaß macht, aber was, ja, das ist ein Prozess, ein kreativer Prozess. Grundsätzlich ist so eine Dokumentation über so eine alte Künstlerin, die ja nicht mehr lebt und man sie nicht mehr persönlich, physisch vor sich hat, immer schwieriger, weil man ja keine Originalmaterialien hat. Also in dem Fall gab es zum Glück ja unglaublich viel Filmmaterial. Und allein das Filmmaterial war ja derartig beeindruckend teilweise, dass man allein nur durch ihre Anwesenheit auf dem Filmmaterial die Geschichte schon erzählen konnte. Dieser Entstehungsprozess ist jedes Mal aufregend. Mhm. Und dann das fertige Produkt in der Hand zu haben und es einzulegen und mal am Stück zu sehen, das ist schon eine Art Premiere. Mhm.